Warte so rum. Mach so rum. Eine gemütliche Autofahrt. Auch da die Bike stehen bequem, ne? Bierdose. Raschel. Jetzt denkst du, die Scheiben tönen können. Obwohl das eigentlich macht, das sieht aus, als wenn ich hier sitze, gell? Ich die Fähigkeit von Uhu benutzen. Komm mal, Polizei. Zieh nochmal an, den Helm. Polizeifoto. So. Jetzt müssen wir nur einer von außen filmen. Das ist gut, ey. Hi Leute, heute mal wieder ein Mehrring. Geil. Der Ralle hat die coole Idee gehabt, dass wir heute mal shutteln. Das heißt, wir holen seinen Bus, fahren alle mit den Bikes hoch, also alle Bikes im Auto und wir fahren hoch. Einer fährt mit dem Auto wieder runter mit seinem Bike und die anderen genießen die Abfahrt. Das heißt, kein Abhill heute. Mega. Ja. Ja, jetzt bin ich mit dem Fahren dran. Ja. Ich finde es eine coole Sache. Ich habe übrigens meine Flaschenhalterung fertig. Ja. Man sieht, ist eine Aluplatte, die auf den Rahmen geklebt ist. Da drauf die Fitlock-Halterung und die Flasche passt perfekt. Erste Abfahrt hat sie auf jeden Fall schon mal überstanden. Scheint zu klappen. Gut, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich denke mal, wir werden heute einige Abfahrten machen. Bleibt dran. Ja, wir haben alle gelernt, mit vollem Mund spricht man nicht. Habt auch voll und ganz recht. Aber in dem Moment war mir das einfach gar nicht bewusst. Also, sorry dafür. Nice! Mann, ich würde gerne was springen, aber ich weiß nie, ob ich kann, ob ich überrollen kann. Wacht auf die zweite Abfahrt. Ja, okay. Später wird Denise noch beweisen, dass sie wirklich springen kann. Ein weißes Shirt war vielleicht ist auch nicht gerade so die schlauste Idee. Da sieht man wenigstens wie. Ralle kommt. Gleich null an. Oh, der war zu lahm.
Oh, das ist neu. Das ging ja immer daher. Da oben wusste ich gar nicht, wo ich lang musste. Da ging auf einmal. Ich hätte aber auch nicht gewusst. Ich habe gar nicht mehr gefunden. Ja, es ist verwirrend da oben, gell? Das ist verwirrend. Ja. Das ist doch kein Weg. Also, und hier doch. Ist deine Sucht neu, oder? Boah, war das gerade schlecht, ey. Ja, wir sind auch rumgegurkt. Wollen wir, machen wir, tun wir. Wer will, wer hat. Wer hat noch nicht. Gut. Was ist das dann? Der kippt aber auch wieder ordentlich nach oben. Leck mich am Arsch, was ist das denn für ein Vieh, ey? Auch wenn jetzt einige auf das Vote Gap geil sind, muss ich euch leider enttäuschen. An diesem Tag war einfach nichts. Ich denke, ihr kennt das sicherlich alle, bei jedem Bikeparkbesuch gibt es immer eine Stelle, wo man sich einfach festhält. Da kommt man nicht mehr weg und macht diesen Sprung dann ein Dutzend Mal. Ist einfach nur geil. Und so war es dann hier jetzt bei diesem Trebel auch. Weiter. Kommt da der Drop. Der Drop müssen wir holen. Der Drop. Dieser Steindrop ist auch wieder offen, dass wir auf den Weg kommen. Steindrop, boah, ich weiß es schon gar nicht mehr, ey. Mann. Ah, oh, das ist gesperrt. Schade. Ach, hier das Ding meinst du? Ja, ach so. Das ist ja nichts mehr. Das war doch sonst anders, oder? Ja, das war sonst. Das war doch dieser Steintrupp, gell? Hä? Okay. Steilabfahrt jetzt. Oder nächstes Mal. Ach, hier der ist das, ja, genau. Der sieht schon eher danach aus. Der kommt mir wieder bekannt vor. Weil ich das auch nichts will. Die fuckt mich aber die Landung ab. Warum? Ich weiß nicht, die fuckt mich irgendwie ab in meinem Kopf. Okay. Frag mich nicht warum. Wir mal gucken, nächste Abfahrt, wenn ich im Flow bin, funktioniert das. Geht! Einfach runter! Ja,
Das Einzige, was tricky war, ich bin über den Stein da unten drüber. Wo hier die Wurzel ist das, gell, ja. Da bin ich drüber danach. Aber ansonsten ist ja easy. Ist egal. Nee. Fahr. Ist egal, fahr. Alter, fahr! Oh, aber geknallt, ey. Boah, das hat aber geknallt. Locker. Oh, wow. Ah. Ja. Gelegt. Nee, echt? Wo? Wo? So, der geraden Leim. Der erste? Sprung. Ich war, auch viel zu kurz. Ich bin auch voll gecased. Bist du geflogen? Bist du geflogen? Ja. Ja, bist du durchgeschlagen. Ja, ich glaube, der Torque verzeiht ein bisschen mehr. Ja. Sonst hätte er mich auch wahrscheinlich auch rausgeschossen. Viel passiert? Irgendwas? Bei dem ersten? Den musst du schneller fahren, den ersten. Da war ich zu lahm. Ja, viel schneller. Du siehst halt nicht die Landungen. Viel zu kurz, ey. Die Landung. Dann ist hier der Teil aber schöner. Fahr weiter. Scheiße. Soll ich wieder vor? Ja, dann fahr vor, komm. Dann sehe ich, wenn du fliegst. Dann weiß ich, wo ich aufpassen muss. Traversen sind hier leider Gottes erst bei der letzten Abfahrt gefahren. Was mich jetzt im Nachhinein wirklich ärgert, weil die war echt richtig geil. Da konnte man mal so richtig schön laufen lassen. Oh, der hätte mal mitholen können. Das war cool. Ja, muss ich mal gerade so brennen lassen, oder? Mal kurz nochmal. Boah, ja, wir waren schneller. Das erste Mal? Ja, auf jeden Fall, habe ich auch gedacht. Kann ich nochmal rollen lassen? Jo, kannst aber echt super.
Ich muss sagen, mit der Steilabfahrt haben sie auch schön gemacht jetzt neu, gell, mit den zweimal. Vermisse ich jetzt gar nicht, Steilabfahrt. Haben sie schön gemacht. Ja. Kannst du echt rennen lassen, ey. Jetzt müssen wir die Murmelbahn wieder fahren. Nee, der Abschnitt danach. Ah. Hier zu langsam, ey. Alles gut, Max? Ich hab da gerade einen Sprung gemacht, den ich schon dachte. Hier der letzte? Der hat mich gerade auch, der war. Der ging irgendwie höher, als ich den irgendwie gedacht hatte. Wieso zu kurz? Ja, ja, viel zu kurz. Der ist aber noch weiter gesprungen wie du. Du bist in einem Übergang auf die. Ja? Aber ich hab mich gefangen. Ich hab das immer gesagt. Ich hab, glaube ich, einen Superman gemacht. Ja, hast du. Echt? Hast die Beine mal schön auch noch weggestreckt? Nee. Doch, ich hab noch hinter. Ich hab gehört, dass der nicht bremst. Da wollte ich halt an Seite fahren. Und guck halt nach hinten schon sehen, wie ob der den schafft. Ja. Ich hätte jetzt, der ging irgendwie höher als der aussah und weiter. Den hab ich schon nicht gemacht gehabt. Den ist mutig mit dem Speed. Hast du noch gemacht? Ja, ja. Ich war zu kurz, aber der war jetzt. Aber der war jetzt. Gemacht hast du nicht richtig. Nee, nicht richtig, aber erst mal drüber. Der hat mich aber so ein bisschen überrascht, ich weiß nicht. Gibt es da noch eine andere Anfahrt zu? Hinterher? Ja. Du auch, oder? Gut, keine Verletzten, keine auf der Strecke geblieben.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte ein Abo und einen Daumen hoch da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, den ihr schreibt. Das motiviert mich echt weiter, Videos zu machen. Ich danke euch.